Die Physik hat ja viele schöne Seiten, aber das, was eigentlich am meisten Spaß macht, oder zumindest was den meisten Menschen an der Physik am meisten Spaß macht, sind ja Experimente. Und genau das Gleiche wollen wir heute auch mal machen. Wir haben uns in den letzten beiden Videos ja schon mit einer Bewegung beschäftigt, in der wir einen Ball in die Luft geworfen haben. Und das machen wir heute auch nochmal. Das hier ist einfach mal unser Ball. Nehmen wir an, das ist ein Tennisball. Und wir brauchen auch noch eine Stoppuhr. Das wird eine Stoppuhr. Das soll keine Schweinenase sein, das wird eine Stoppuhr. So, nehmen wir an, das ist unsere Stoppuhr. Das ist eine alte Stoppuhr. Und wir wollen das Folgende machen. Sagen wir, du wirfst den Ball nach oben, und zwar in einer geraden Linie einfach nach oben, und fängst ihn dann wieder auf. Und ich stoppe die Zeit, wie lange der Ball gebraucht hat, von dem Augenblick an, an dem er deine Hand verlassen hat, bis er wieder in deine Hand gefallen ist. Wichtig dabei, dass du ihn auf der gleichen Höhe auch wieder auffängst. Und eine andere wichtige Sache ist auch noch, dass wir folgende Annahme machen. Und zwar, dass der Luftwiderstand während der ganzen Bewegung vernachlässigbar ist, dass er also keinen Einfluss darauf hat, wie stark unser Ball beschleunigt wird. Vernachlässigbar. Das nehmen wir übrigens auch für alle zukünftigen Videos an, außer ich sage nochmal extra an, dass wir uns eine ziemlich genaue Bewegung angucken werden, aber das ist eigentlich in der grundlegenden Physik eigentlich generell so, dass man die Rechnung alle ein bisschen vereinfacht, weil der Luftwiderstand wirklich nicht allzu viel Auswirkungen auf unsere Ergebnisse haben wird. Aber ich möchte dich auf jeden Fall mit dem Video auch animieren, das Beispiel vielleicht mal selber durchzuspielen, unser Experiment hier, und dann kannst du ja auch sehen, welchen Einfluss der Luftwiderstand denn auf die realen Ergebnisse hat, verglichen mit den sehr theoretischen, mit denen wir uns hier beschäftigen. So, wir wollen also diesen Ball nach oben werfen. Und ich behaupte einfach mal, dass wir jetzt schon in der Lage sind, nur aufgrund der Zeit, die der Ball insgesamt unterwegs war, dass wir nur aufgrund dieser Zeit sagen können, wie hoch er insgesamt geflogen ist, der Ball, also bis er seinen höchsten Punkt erreicht hatte, und auch mit welcher Geschwindigkeit du ihn am Anfang losgeworfen hast. Und wir gucken uns dafür nochmal unsere Diagramme vom letzten Video an. Wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen können, hat das den großen Vorteil, dass wir diese Bewegung, die wir hier haben, diese Parabelbewegung, die den Weg beschreibt, in genau zwei Hälften teilen können. Und zwar einmal in die Aufwärtsbewegung bis zum höchsten Punkt und in die Abwärtsbewegung bis nach ganz unten. Und die ist ja symmetrisch. Das heißt, wenn wir die eine kennen, kennen wir die andere ja auch. Hier haben wir positive Geschwindigkeiten, hier haben wir negative Geschwindigkeiten. Aber an sich sind beide Seiten ja genau gleich. Und wir werden uns jetzt in dem Video auch wirklich nur die halbe Bewegung angucken, bis hier also, aus dem einfachen Grund, weil wir hier schon den höchsten Punkt erreicht haben. Und bis dahin wollen wir nur kommen. Wir wollen die Anfangsgeschwindigkeit haben, die liegt hier unten. Und wir wollen den höchsten Punkt haben, und der liegt da oben. Das heißt, wir brauchen uns die zweite Hälfte gar nicht angucken, auch wenn wir es natürlich machen könnten. So, zurück zu unserem Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast jetzt den Ball geworfen, und ich war sehr akribisch beim Zeitmessen. Und ich habe ganz genau gedrückt, als du den Ball losgeworfen hast, und habe noch genauer gedrückt, als du ihn aufgefangen hast. Und dabei hat die Stoppuhr folgende Zeit angezeigt: exakt 5 Sekunden. Und wir wollen uns ja auch nur das, was nochmal in Erinnerung behalten, wir schauen uns nur die Aufwärtsbewegung an. Die Aufwärtsbewegung. Weil wir da schon alles drin haben, was wir eigentlich brauchen. Also haben wir eben gerade gesehen, die Aufwärtsbewegung beinhaltet genau die Hälfte der Zeit. Und genau die andere Hälfte der Zeit verbringt der Ball damit, wieder zurückzukommen auf den Boden oder generell sich nach unten zu bewegen. So, und nach unten bewegen ist übrigens ein guter Stichpunkt. Was wissen wir denn noch so alles, außer dass wir jetzt diese Zeit haben? Weswegen bewegt sich der Ball denn eigentlich nach unten? Ah, das liegt ja daran, dass er beschleunigt wird nach unten. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wie stark wird er eigentlich beschleunigt? Und das hatten wir in den letzten Videos schon ein paar Mal gesehen, dass er aufgrund der Erdanziehungskraft mit 9,8 Metern pro Quadratsekunde nach unten beschleunigt wird. Unsere Annahme ist, dass positive Zahlen eine Aufwärtsbewegung darstellen und negative Zahlen stellen eine Abwärtsbewegung dar. Und was wissen wir noch? Wir wissen, welche Farbe nehmen wir denn? Geschwindigkeit wird dunkelgrün diesmal. Wir wissen, dass sich Oder generell, ja, wir wissen, dass generell sich eigentlich jede Geschwindigkeitsdifferenz immer folgendermaßen zusammensetzt. Wenn man die Endgeschwindigkeit nimmt und davon die Anfangsgeschwindigkeit abzieht, dann weiß man ja ganz genau, wie groß der Unterschied vom Anfang bis zum Ende war, richtig? Also nehmen wir ein Beispiel, du bist am Ende 15 Meter pro Sekunde schnell gewesen
und am Anfang warst du 10 Meter pro Sekunde schnell, dann war der Unterschied von allem vom Anfang zum Ende genau 5 Meter pro Sekunde. So, was können wir denn hieraus schließen? Die Anfangsgeschwindigkeit wollen wir ja haben. Und die Endgeschwindigkeit, kennen wir die denn eigentlich? Ich scroll nochmal kurz hoch. Das hier ist ja die Bewegung, die wir uns angucken wollen. Und wenn wir mal gucken, die Anfangsgeschwindigkeit, die kennen wir nicht. Aber hier oben, die Geschwindigkeit, die kennen wir ja. Nach 2 Sekunden, können wir hier auf dem Geschwindigkeitsdiagramm auch sehen, ist es genau 0 gewesen, genau zur Hälfte der Zeit. Das heißt, es wird bei uns ja auch nicht anders sein, weil der Ball ja, wenn er oben in der Luft angekommen ist, an seinem höchsten Punkt, ist er ja ganz kurz, für einen ganz, ganz winzig kleinen Augenblick im Stillstand. Ja, das war zu weit runtergescrollt, glaube ich. So ist besser. Das heißt, unsere VE, unsere Endgeschwindigkeit, wird ja 0 Meter pro Sekunde sein. Und davon ziehen wir dann unsere Anfangsgeschwindigkeit nochmal ab. Das heißt, dass die Geschwindigkeitsdifferenz einfach nur die negative Anfangsgeschwindigkeit ist. Warum uns das hilft, werden wir gleich sehen. Was wissen wir denn generell noch so über Geschwindigkeit? Wenn wir uns die Beschleunigung angucken, dann wissen wir, dass die Beschleunigung das Verhältnis darstellt von der Geschwindigkeit zur Zeit, die währenddessen verlaufen ist. Und wenn wir das ganze Verhältnis mal umdrehen und uns die Formel nach V umstellen, dann wissen wir, dass die Geschwindigkeit sich auch darstellen lässt mit, ich nehme die gleichen Farben, damit das hier auch alles eindeutig bleibt. Braun ist unsere Farbe für die Beschleunigung, dass unsere Beschleunigung mal die Zeit angibt, wie schnell wir unterwegs sind. Und wenn wir mal gucken, wir haben A, wir haben T, hindert uns also nichts daran, diese Geschwindigkeit einfach mal auszurechnen. Also, wir setzen für A minus 9,8 ein. Minus 9,8. Einheiten nicht vergessen, ganz wichtig. Und das Ganze multiplizieren wir mit 2,5 Sekunden, weil wir uns ja nur die Hälfte der Bewegung angucken. 2,5 Sekunden. Und das ist dann, wo ist unser Taschenrechner? Wir haben keinen Taschenrechner. Da ist unser Taschenrechner. Und zwar haben wir minus 9,8 mal 2,5 Sekunden ergibt 24,5. Minus 24,5. Ich soll es eigentlich in Rot schreiben. Weil unser V vorne habe ich ja auch in Rot geschrieben. Also minus 24,5 Meter pro Sekunde. Und wenn wir das jetzt so sehen, dann merken wir schon, das kann ja irgendwie nicht so wirklich passen. Negative Zahlen, haben wir gesagt, deuten auf eine Bewegung nach unten. Und wir haben den Ball ja hochgeworfen. Also warum steht jetzt hier eine minus 24,5? Naja, das kommt ja daher, wir wollen ja den Geschwindigkeitsunterschied wissen vom Anfang unserer Bewegung zum Ende unserer Bewegung. Und dadurch, dass wir am Ende keine Bewegung mehr haben, oder keine Geschwindigkeit mehr haben, haben wir gesehen, ist unsere Geschwindigkeitsdifferenz negativ. Also können wir theoretisch einfach den Betrag davon nehmen und wissen, wie schnell wir am Anfang den Ball hochgeworfen haben. Oder wir können das auch einfach gleichsetzen. Falls ihr das lieber ist, dann sieht man es vielleicht nochmal eher. Also wenn wir minus VA gleichsetzen mit minus 24,5 Meter pro Sekunde, minus 24,5 Meter pro Sekunde, dann sehen wir können einfach beide Seiten mit minus 1 multiplizieren. Ja, das Minus sollte ich vielleicht noch davor schreiben. Mal minus 1 und erhalten, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit 24,5 Meter pro Sekunde gewesen sein muss. Und das ist übrigens ziemlich viel, also du scheinst ziemlich stark zu sein, wenn du den Ball wirklich mit so einer Geschwindigkeit losgeworfen hast. Und das ist natürlich an sich noch nicht so anschaulich, deswegen gucken wir uns mal an, wie hoch du den Ball denn eigentlich geworfen hast. Und spätestens dann wirst du sehen, dass das wirklich ganz schön viel war. Was wissen wir denn über den Weg? Über S. Ich lasse dir mal kurz Zeit nachzudenken. In den letzten Videos haben wir uns ja durchaus auch viel mit dem Weg beschäftigt. Und vielleicht fällt dir irgendeine Idee ein, die wir hier gut anwenden können. Ich lasse dir mal kurz Zeit. So, ist dir dann irgendwas eingefallen? Wir hatten im vorletzten Video hatten wir uns ja eine Formel für den Weg hergeleitet. Die könnten wir hier theoretisch sogar nehmen. Allerdings müssen wir dann natürlich ziemlich viel umstellen, wenn wir die Formel nehmen. Ich denke, es wäre leichter, wenn wir uns eine andere Formel benutzen, die wir im gleichen Video auch benutzt hatten. Und zwar wissen wir, dass der Weg sich beschreiben lässt durch die Durchschnittsgeschwindigkeit multipliziert mit der Zeit.
die mit dieser Geschwindigkeit unterwegs war. Ich scroll mal ein bisschen runter. Und Durchschnittsgeschwindigkeit, damit hatten wir uns ja da auch schon beschäftigt. Ich schreibe das mal hier an den Rand ran. Durchschnittsgeschwindigkeit ist ja immer das gleiche wie, wenn, was heißt immer das gleiche, das war natürlich wieder fast gelogen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist genau dann, wenn die Beschleunigung konstant ist, was in unserem Fall ja ist, genau dann ist sie das gleiche wie die Anfangsgeschwindigkeit plus die Endgeschwindigkeit durch 2. Also genau das arithmetische Mittel der beiden Geschwindigkeiten, die unsere Bewegungen im Endeffekt beschreiben. Und wenn wir nochmal gucken, das wissen wir ja eigentlich auch schon alles, weil unsere Anfangsgeschwindigkeit haben wir gerade ausgerechnet, das sind 24,5. Ich lasse mal die Einheiten weg, sonst haben wir, glaube ich, nicht genug Platz hier. Ich male nochmal eine schöne 5. Die sieht doch gut aus. Und unsere Endgeschwindigkeit war wie groß? Richtig, 0. Weil wir uns ja nur die halbe Bewegung angucken, bis der Ball seinen höchsten Punkt erreicht hat. Und da oben, hatten wir ja schon gesagt, hat er eine Geschwindigkeit von 0, ist also stationär. Das heißt, unsere Durchschnittsgeschwindigkeit ist einfach nur die Hälfte unserer Anfangsgeschwindigkeit in dem Fall. Und das sind ja, das kriegen wir im Kopf hin, 12,25. Und jetzt können wir es einmal hinschreiben, Meter pro Sekunde. So, dann gucken wir nochmal. Das heißt, wir können ja hier auch schon alles einsetzen. Ups, das ist die falsche Farbe. Wir wollten dunkelgrün haben. Also haben wir die Durchschnitt... Ja, eigentlich wollte ich die Zahlen hier einsetzen. Also schreiben wir doch mal hin. 12,25 Meter pro Sekunde. Und das Ganze multiplizieren wir mit wie vielen Sekunden? 2,5. Wieder, wir gucken uns ja nur die Hälfte der Bewegung an, weil ja nach der Hälfte der Bewegung 2,5 t, genau. Am besten schreiben wir einfach 2,5 Sekunden. Das ist ja sinnvoller. Wir gucken uns ja nur die halbe Bewegung an, weil er, wie gesagt, oben ja stationär ist. Und genau das wollen wir ausrechnen, den Weg, den er bis da oben gebraucht hat. Und das kriege ich jetzt zumindest nicht mehr im Kopf hin, deswegen fragen wir nochmal unseren Taschenrechner. Was sagt der denn dazu, wenn er 12,25 mit 2,5 multipliziert? Der sagt, das sind 30,625 Meter. Meine Güte, du scheinst wirklich ziemlich stark zu sein. 30,625 Meter. Nur damit man eine Vorstellung davon kriegt, das sind ungefähr 30,6, also 30 Meter, glaube ich, das müsste ungefähr so ein neunstöckiges Gebäude sein. Also hast du den Ball wirklich ziemlich, ziemlich hochgeworfen. Und wie gesagt, du kannst das für dich zu Hause gerne mal durchspielen. Du brauchst nur einen Ball und brauchst eine Stoppuhr und solltest halt nur versuchen, möglichst genau zu stoppen und kannst dann genau bestimmen, wie hoch du den Ball geworfen hast. Und natürlich auch, wie schnell du ihn am Anfang losgeworfen hast. Wobei, das wirst du so nicht weiter überprüfen können. Aber die Höhe, das lässt sich ja durchaus ziemlich leicht noch überprüfen. So viel dazu. Im nächsten Video werden wir den ganzen Prozess, den wir jetzt hier ja einmal mit Zahlen durchgespielt haben, versuchen zu verallgemeinern, dass wir das generell für jede beliebige Zeit beschreiben können. Und im Bestfall versuchst du es schon mal selber alles herzuleiten. Du hast alles, was wir bisher, also was du dafür brauchst zumindest, bisher schon in den anderen vorherigen Videos besprochen. Und dann kannst du dir ja mal angucken, wie ich das im nächsten Video lösen werde. Bis dahin, viel Spaß!